Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich euch erklären, was ich mitnehme an Sicherheitsausrüstung für eine Gletschertour. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ganz wichtig, schaut bitte noch hier oben in der Infokarte vorbei. Dort habe ich ein Video gemacht, was ich in meinen Rucksack packe, wenn ich bergsteigen gehe. Und dementsprechend schaut gerne mal vorbei. Es ist eigentlich sehr relevant auch für dieses Video hier. Los geht's! Ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch anschneiden möchte, ist das Thema der Gurte. Ich habe jetzt hier drei verschiedene Gurte in der Hand und man muss wissen, dass es neben Hochtourengurten auch Klettergurte gibt, die man natürlich auch am Gletscher anziehen kann. Ich muss euch aus der Praxis allerdings sagen, es macht sehr viel Sinn, einen Hochtourengurt zu nehmen, der sehr leicht ist und bei dem man sämtliche Riemen verstellen kann. Das heißt, man kann mit warmer Kleidung diese Gurte eng machen und auch mit dünner Kleidung eng machen. Das bedeutet, wir haben im Fall, falls wir mal stürzen sollten, den Vorteil, dass der Gurt immer sehr, sehr gut sitzt. Und dementsprechend würde ich euch wirklich zu einem Hochtourengurt raten, also zum Beispiel hier den Petzl Altitude oder von Salewa den Ortless. Dieser Petzl Zita hier ist normalerweise für sehr technische Touren gedacht und hat jetzt vielleicht auch den Nachteil, dass man immer zwingend mit dem Schuh durch die Beinschlaufe muss, um reinzukommen. Bei den beiden Gurten muss ich das nicht. Ich kann theoretisch hier sogar, wenn ich die Ski am Boden habe, trotzdem in den Gurt reinkommen. Also überlegt es euch, es lohnt sich wirklich, einen Hochtourengurt mitzunehmen. Ich werde jetzt mal in diesem Video diesen hier nehmen, den Salewa Ortless. Super klein, super leicht und sehr funktional und völlig ausreichend für eine Tour auf dem Gletscher. Nicht wundern, Leute, die Stimme hört sich vielleicht jetzt etwas anders an. Ich habe das externe Mikrofon angeschlossen, dass ihr einen besseren Ton habt. Also hier vor euch liegt jetzt das Biel Opera 8,5 Einfachseil. Mit einem Einfachseil macht ihr normalerweise bei einfachen Hochtouren nichts verkehrt. Auf normalen Hochtouren, wo jetzt nicht mit Eisschlag zu rechnen ist, habt ihr mit dem Einfachseil eigentlich die besten Karten und die besten Möglichkeiten. Der Vorteil an diesem Einfachseil oder allgemein an Einfachseilen ist, ihr habt die volle Reserve von der Sicherheit. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, euch anzuseilen am Gletscher, beziehungsweise auch später ganz normal im Vorstieg zu klettern beziehungsweise eure Partnersicherung durchzuführen. Außerdem könnt ihr natürlich damit auch abseilen und habt somit auch vielfältige Möglichkeiten. Dieses Seil hier mit 30 Meter Länge wiegt etwa 1,2 Kilogramm. Diese vier Ausrüstungsgegenstände solltet ihr immer dabei haben, wenn ihr auf einen Gletscher geht. Ich habe die Sachen bereits in diesem Video hier oben, das jetzt eingeblendet wird, erklärt. Allerdings möchte ich noch kurz darauf eingehen, warum man am Gletscher einen Helm tragen sollte. Einen Helm sollte man deshalb tragen, unter anderem, wenn wir in eine Spalte reinstürzen, dass wir gegebenenfalls gegen Kopfverletzungen der sehr harten Eiswand geschützt sind. Das Steigeisen ist auch sehr wichtig, habe ich bereits in einem anderen Video erklärt, damit wir auf dem Gletscher uns sicher fortbewegen können. Die Gletscherbrille ist wichtig, damit wir ausreichenden Schutz für unsere Augen haben, was die UV-Strahlung angeht, die wirklich sehr aggressiv ist auf einem Gletscher. Und optimalerweise haben wir hier an der Seite von der Brille solche Seitenteile, damit wir auch seitlich die Augen schützen können. Der Pickel hier ist ganz wichtig, damit wir einen toten Mann bauen können, einen sogenannten T-Anker, beziehungsweise am Spaltenrand verhindern können, dass das Seil sich dort einschneidet, indem wir den Pickel so hinlegen beziehungsweise in das Eis einbauen oder in den Schnee. Damit wird verhindert, dass das Seil sich hier im Spaltenrand einschneiden kann, sondern läuft jetzt hier über den Schaft. Als nächstes ist noch zu beachten, dass wenn wir zum Beispiel selber aus eigener Kraft, zum Beispiel mit der Mikrotraktion uns nach oben arbeiten, mit dem Pickel zum Beispiel oben im oberen Bereich bei der Spalte besser rauskommen können. Hier seht ihr jetzt die notwendige Ausrüstung, die wir dabei haben sollten, beziehungsweise diese beiden Teile hier sind nur optional zum Mitnehmen da. Fangen wir jetzt hier an. Wir haben hier drei ganz normale Verschlusskarabiner, bei denen wir hier sehen würden, wenn dieser offen wäre. Die rote Markierung zeigt uns, dass der Karabiner offen ist und sobald wir den Karabiner zudrehen, verschwindet diese rote Markierung und das sagt uns eindeutig, der Karabiner ist nun verschlossen. Diese Verschlusskarabiner brauche ich unter anderem, um zum Beispiel die Mikrotraktion einzulegen, um mich an der Rebschnur einzuhängen bzw. den T-Anker zu fixieren. Hier oben haben wir eine 120 cm Bandschlinge. Diese brauchen wir unter anderem, um damit den T-Anker zu bauen. Also sprich, wir fixieren diese Bandschlinge an unserem Eispickel und vergraben diesen. Diese Bandschlinge kann auch genommen werden, um sich selber irgendwo zu sichern.
sei es zum Beispiel mit einer Eisschraube. Hier unten habe ich jetzt für euch hingelegt einmal einen sogenannten Ball-Lock-Karabiner. Ball-Lock deshalb, weil wir diesen Ball reindrücken, dann drehen wir und ziehen. Das bedeutet, wir haben drei Sicherheitsmechanismen, die verhindern, dass der Karabiner aufgeht. Drücken, drehen, ziehen. Und schon ist der Karabiner auf. Diese sogenannten Ball-Lock-Karabiner sind sehr sicher. Man liest allerdings hin und wieder mal, dass es auch zu Fehlern kommen kann. Allerdings kann ich das so nicht bestätigen. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Produkt. Den Ball-Lock-Karabiner verwende ich unter anderem dazu, um mich am Gletscher anzuseilen. Dadurch spare ich mir zum Beispiel zwei gegenläufige Karabiner, um mich redundant einzubinden. Hier seht ihr jetzt eine Eisschraube. Diese Eisschraube zum Beispiel ist die Laserspeed von Petzl. Ich habe den Vorteil, dass ich jetzt hier Aluminium habe. Oben habe ich Stahl. Das Ganze ist dann dementsprechend sehr, sehr leicht. Ich habe ein großes Loch, wo ich zum Beispiel jetzt einen Karabiner einhängen kann und eine Kurbel, die auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Diese Eisschraube ist wirklich super leicht und lässt sich sehr leicht ins Eis eindrehen. Die Eisschraube ist sehr, sehr wichtig, dass wir die am Gletscher dabei haben. Falls wir keinen T-Anker bauen können und der Gletscher zum Beispiel blank ist, haben wir die Möglichkeit, mit so einer Eisschraube hier unsere Sicherung anderweitig zu bauen. Hier oben haben wir zweimal Rebschnur, und zwar zwischen 5 und 6 mm Durchmesser und einer Länge von 3 bis 4 Metern etwa. Diese Rebschnur brauchen wir unter anderem, um zum Beispiel Prusiknoten zu machen, um uns eigenständig als Gestürzter nach oben zum Spaltenrand hinzuarbeiten. Außerdem braucht man die Rebschnur zum Beispiel, wenn man nicht in die Spalte gestürzt ist, um bei einer losen Rolle zum Beispiel dem Kameraden weiterzuhelfen. Hier unten rechts im Bild seht ihr zwei Schnapper. Die sind sehr wichtig, unter anderem zum Beispiel, wenn wir in die Spalte gestürzt sind und uns nach oben arbeiten und weiter oben am Spaltenrand angekommen sind, um dann mit Hilfe einer Garderklemme zum Beispiel uns besser rausarbeiten zu können. Hier rechts im Bild habe ich für euch einmal zwei Teile aufbereitet, die optional zum Mitnehmen geeignet sind, aber nicht zwingend mit müssen. Wir haben jetzt hier zum einen von Petzl den sogenannten T-Block. Das ist eine sogenannte Seilklemme für stramme Seile. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, dass wir hier beim strammen Seil in eine Richtung nach oben gehen können und gleichzeitig aber ein Zurückrutschen verhindern, weil wir hier diese Widerstände haben. Sehr, sehr nützlich, wenn wir uns selber aus einer Spalte rausarbeiten wollen, besonders oben im oberen Bereich. Ein ganz toller Ausrüstungsgegenstand für den Gletscher ist diese Mikrotraktion von Petzl zum Beispiel. Die gibt es auch von anderen Herstellern. Dies ist eine sogenannte Umlenkrolle hier. Ihr seht das jetzt hier mit einer Rücklaufsperre. Das bedeutet, wir legen hier das Seil ein und haben, wie eben gesehen, auch diese Widerstände drin. Wir haben die Möglichkeit, mit der Mikrotraktion und dem T-Block die Spaltenbergung deutlich zu vereinfachen, beziehungsweise oben im oberen Spaltenbereich am Spaltenrand uns die ganze Sache viel einfacher zu machen als zum Beispiel mit der Garderklemme. Packt euch diese beiden Gegenstände ein, wenn ihr die haben solltet. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja Leute, und das war es auch schon, das Video zum Thema Gletscherausrüstung, zumindest was die sicherheitsrelevanten Dinge angeht. Die anderen Sachen, die ich jetzt nicht in dem Video angeschnitten habe, warme Bekleidung, Essen, Getränke, Notfallausrüstung etc. etc. Diese ganzen Sachen findet ihr hier in diesem Video, das ich euch oben verlinke, beziehungsweise auch unten in der Infobox. Denkt bitte dran, diese Ausrüstungsgegenstände mitzuhaben, heißt natürlich noch lange nicht, dass man damit auch umgehen kann. Bitte besucht vom Alpenverein Kurse, nehmt euch einen Bergführer, nehmt euch die Zeit, lasst euch alles ordentlich erklären. Wenn ihr Leute im Freundeskreis habt, die sich da wirklich sehr, sehr gut mit auskennen, dann könnt ihr euch vielleicht auch dem annehmen, wobei das Ganze natürlich auch etwas mit Vorsicht zu genießen ist. Seid auf jeden Fall vorsichtig auf Gletschern. Gletscher sind sehr, sehr gefährlich. Es kommt immer wieder zu tödlichen Unfällen. Man sollte ganz genau wissen, wie man eine Spaltenbergung durchführt, und informiert euch auch bitte, ob eure Partner so etwas beherrschen, wenn ihr mit denen auf einen Gletscher geht. Zum Thema Spaltenbergung, falls euch das Ganze interessieren würde, ich von meiner Seite aus möchte solche Videos nicht abdrehen aus sicherheitstechnischen Gründen. Wenn es euch interessieren sollte, dann gebt gerne mal bei YouTube im Suchfenster ein Spaltenbergung, lose Rolle, T-Anker, toter Mann. Ihr findet dort ganz viele tolle Videos von anderen Kanälen, die wirklich sehr, sehr professionell gemacht sind mit Bergführer. Dementsprechend schaut dort gerne vorbei
Dort wird euch besser weitergeholfen, als ich es je könnte. In jedem Fall habe ich euch heute gezeigt, was ihr mitnehmen solltet und hoffe, dass es euch gefallen hat. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei. Dort habe ich die ganzen Produkte nochmal aufgelistet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentare benutzen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.